Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders 3. Wir befinden uns noch in der Mission von Kroschak, dem Schnitter. Und ja, hatten das letzte Mal hier aufgehört an der Stelle, wo wir diese Spinnen besiegen wollten. Als kleiner Heads-up, ich habe jetzt ein kleines neues Setup mit Arm und so weiter für das Mikrofon. Also wenn das Audio nicht perfekt sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe so ein bisschen was angepasst, aber ich schaue mir dann an, wie es auf YouTube ist. Die Audio Sache ist dann auf YouTube manchmal noch ein bisschen anders. Das war übrigens nicht schlau. Aber egal. Machen wir es direkt uns ein bisschen schwerer. Ich habe jetzt nur die Gruppe angegriffen, oder mit der einen Gruppe angegriffen, weil die anderen blöd standen. Gucken mal, wie das ausgeht hier. Ich denke, wir können das trotzdem lösen. Ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt, aus privaten Gründen. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Du kannst sie einfach angreifen. Und sie fast töten. Und du tötest sie einfach mal ganz. Ne? Super. Du. Abzug wegen Entfernung, ne? Irgendwelche Spinnen, die facing können? Nein. Dann stellst du dich mal so hin, dass du die Flanke von denen verhinderst und zauberst dein Gewitter. Gut. Okay, eingespannt, aber nicht angegriffen. Das ist bei dieser Level 3 Spinne sogar fieser, ehrlich gesagt, wenn sie angreifen würde. Und unseren Helden eingesponnen. Sehr unwahrscheinlich, aber hat sie jetzt hingekriegt. Hier können wir den in den Rücken schießen. Fast töten, leider nur fast. Die sind tot. Die haben sie auch. Und du. Ja, das Problem ist, dass die jetzt wahrscheinlich sterben werden. Ja, weil der Blitz auch die nicht angegriffen hat. Wir haben es gerade überlebt. Gerade so. Wir sind vergiftet. Also wir müssen den Kampf jetzt beenden. Sonst sterben die noch an Vergiftung. Und wer will das schon? Sehr schön. Ja, auf dem einen bisschen unnötig Schaden gefressen, aber wir haben es geschafft und kriegen noch einen Knüppel der verfluchten Seuche und so einen Helm noch. Nehmen wir mit. Wichtig wäre jetzt, ob wir jetzt noch überhaupt eine Waffe brauchen. Ich bin nicht mehr im Blick. Ja, er zum Beispiel selber könnte das gebrauchen. Moskitopfeile sind gut, Säurepfeile sind okay. Heiliger Blitz könnte man gebrauchen. Die Kappe ist sogar besser als seine auch. Und die nehmen wir hier hin und dann verkaufen wir die und nehmen das Schwert erstmal so mit. Genau. Und dann haben wir unseren Plan, dass wir diese Stadt, die jetzt uns, sagen wir mal, weggenommen wurde, dass wir die zurückerobern. Das ist die Frage, ob wir. Hier ist nochmal eine neutrale Stadt. Wir mal noch kurz diesen Wachturm hier wegnehmen. Das würde ich jetzt zur Einfachheit halber auch mal mit ihm alleine angehen. Damit es nicht so ewig dauert. Und dann dein Gewitter. Und jetzt die Frage, was machst du jetzt noch? Greifst die Fernkämpfer an. Sehr gut.
ja, das fällt mir. Jetzt kriegen wir einmal ein bisschen Schaden, aber... Falls ich das noch nicht erzählt habe, ich habe mal nachgeguckt, wie die Schadensberechnung ist. Der Grundschaden war 8 oder 10, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. 8 oder 10 und dann hängt es davon ab, wie viel hier steht. Also, dann wird eine Differenz gebildet aus dem Angriff, der hier steht, 13 und jetzt meinetwegen die 14. Das heißt, es wären dann nicht, sagen wir mal, der Grundschaden wäre 8 gewesen, macht er dann 7 Schaden. Und das ist dann additiv, bis runter halt auf Minimum 1 Schaden, der immer erzeugt wird. Haben wir hier noch eine Ansiedlung getroffen? Wie seid ihr so drauf? Ganz gut, wir haben noch nicht genügend Gold für euch. Du bist doch schnell. Und ihr nicht so. Der schnellste Weg hier runter wäre darüber oder vielleicht auch da oben lang. Du könntest mal hier schon... Ja, du könntest mal noch diese Mine hier befreien. Keine Gnade, wir haben noch nicht die... die maximale... das maximale Level erreicht. Speaking of Level, er hat ein Level abbekommen. Ist jetzt bei maximal Level. Okay, da hätte ich sie jetzt auch laufen lassen können. Na gut. Machen wir mal ein bisschen schnell. Das hätte ich mir sparen können, aber nicht so schlimm. Moskito-Fighter oder sowas. Er hat zu viele Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie runterscrollen kann, aber die Einheiten haben teilweise mehr Fähigkeiten, als da angezeigt werden kann, was dann den Nachteil daran, die Fähigkeit, die man eventuell nutzen will, nicht sieht. In dem Fall die Moskito-Pfeile, weil die ziemlich cool sind. Es gab uns nochmal ein bisschen Gold, das ist auf jeden Fall gut. Gold kann man gebrauchen. Haben wir getroffen, genau. Mal gucken. Mit dem Gold jetzt euch einen Friedensvertrag bringt mir nicht sehr viel. Gucken wir mal. Hatten wir hier einen Plan für ihn? Wir haben jetzt wie viel? 7 Punkte. Hatten wir irgendeine Fähigkeit, die viel gekostet hat? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Betäubende Berührung ist nicht so der Hit. Phasing könnte ganz gut sein. Schweben brauchen wir nicht, starke Wille. Verbesserte Sichtweite. Nö. Du kriegst einfach mehr defensive Geschichten, würde ich sagen. Ja, im Zweifel einfach mehr Trefferpunkte, ne? Gut. Achso, hier könnten wir noch Sachen kaufen. Machen wir jetzt nicht. Alles klar. Hier waren wir noch am Scouten. Okay. Sieht aus, als wäre da ein Wachturm. Dougal, der Standhafte. Okay, also den könnten wir quasi nächste Runde mal angucken, was der da uns so zeigt. Ja, hier waren wir auch durch. Sie könnte jetzt hier noch ein bisschen aufräumen, ne? Und die könnten hier weiter nach Norden gehen und dann hier mal schauen, was da so geht. Beziehungsweise das lasse ich hier einfach mal, wie es ist, und greife jetzt mal das an. Da hoffen wir, dass ich das alleine überhaupt hinkriege. Bin mir nicht mehr sicher, wie stark sie jetzt war. Ja, vor allem mit dem blöden Debuff hier. Wir versuchen, welche zu übernehmen. Den Lehrling eventuell. Lehrling wäre am besten, aber den mache ich gerade so viel Schaden. Wenn ich ihn getötet kriege, wäre natürlich erstmal nicht schlecht jetzt für diesen Kampf. Nur schwer vergiftet, das heißt, er stirbt nächste Runde so oder so. Kann auf jeden Fall nicht flankiert werden mit normalen Flankenangriffen, aber pure Menge hat es jetzt gemacht. Jetzt die Frage, ob wir... Ich glaube, die lasse ich einfach stehen. Obwohl, die bringen uns gute Forschungspunkte. Die können wir schon gebrauchen. Würde ich schon versuchen. Mit wem dabei? Den Jäger. Ja, nicht mit denen, die schon Schaden gekriegt haben, ne?
So. Jetzt mal ein bisschen ausgeglichener. Du hast noch nicht das maximale Level, ne? Aber fast. Gut, aber trotzdem lassen wir sie deswegen nicht laufen. Meine Gnade. Jetzt können wir auch mal ein bisschen aggressiver versuchen, einen zu übernehmen. Diesen Lehrling beispielsweise. Du kannst Facing, das ist gut. Bleibst mal hier. Und du bleibst mal hier. Jetzt kommen sie hoffentlich vor. Ja, sie sind schlauer als gedacht. Giftkunde, hat Schaden gemacht. So, wie weit muss ich hier gehen? Zu weit, ha? Vielleicht kannst du sie jetzt killen. Cool. Jetzt machen wir eine kleine YOLO-Aktion. Ich meine, was soll's? 25% ist relativ wenig. Aber wir haben es probiert. Wenn er jetzt nicht in Verteidigungsposition wäre, hätte es höhere Wahrscheinlichkeit gegeben, aber. Ah, das wollte ich nämlich gerade vermeiden, dass hier Leute sterben bei so einem nutzlosen Kampf. Na gut. Nützt ja alles nichts. Hier noch eine Level 1 Einheit, aber jede Einheit zählt. Gut. Kriegen wir nämlich hier 82 Forschungspunkte. Die sie wahrscheinlich einfach doch laufen lassen sollen. Beim nächsten Mal. Okay, hier scheint es durchzugehen. Hier kommen wir dann auch zu der Stadt vom. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Diplomatie. Sultor. Er hat hier eine relativ große Garnison, wenn ich mich recht entsinne. Nächste Runde nehmen wir mal diesen Wachturm ein und gucken mal, wie weit wir hier gucken können. Verfolgung wurde übernommen, Zauberei erforscht, sehr gut. Jetzt wäre die Überlegung, wie viel Mana haben wir denn so zur Verfügung? Okay. Ich würde lieber einen Phantomkrieger beschwören als so ein lahmes Irrlicht, also sparen wir uns das und überlegen, was wir jetzt noch erforschen können. Da gab es ja einige coole Sachen. Da gab es diesen Gewittersturm, der aber super viel kostet. Schutzkuppel ist ganz nett, Zauberei. Ja, zurzeit haben wir eh nicht das Mana, um so eine stärkere Kreatur beschwören zu können. Das war nochmal richtig gut, ne? Unterstützung entladen, Missverhältnisse, also Unterstützung die Fähigkeit, Betäubung zu fügen. Ja, die ist nochmal richtig gut, aber 17 Runden habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung. Magiefaust wäre noch ganz nett oder Ersticken. Eigentlich beides. Wir bleiben aber erstmal. Oder haben wir denn schon einen? Wir haben Feuerball. Na gut, machen wir die Magiefaust, da haben wir nochmal eine physische Kampfvariante. Genau, und jetzt wollte ich noch gucken wegen dem Geld. Okay, die haben eine Aufgabe. 209. Das wäre wichtig, das lieber zum Vasallen werden zu lassen, als Frieden zu schließen. Weil Friedensschluss bringt uns nichts. Vasallentum bringt uns wenigstens ein bisschen Einkommen. So, und genau, hier war noch eine Truppe. Die haben sich jetzt alle hier gesammelt, wenn ich Pech habe. Das hatte ich auch befürchtet. Das ist die Aufgabe dort. Da müssten wir eigentlich eine Kreatur hinbeschwören, die sich um die kümmert. Ich weiß nicht, ob wir noch genügend Zeit dafür haben. Das könnte ja noch irgendwie eine ganz gute Position sein hier. Wir können zaubern. Feuerball, ne? Ja, können wir hier nicht. Harmonische Energien bringt es ja nicht so. Wir könnten hier zwei Feuerbälle reinjagen. Gut. Ich würde versuchen, ein paar Leute mitzunehmen. Auch wenn das Mana eigentlich woanders besser angesiedelt wäre. Der Typ, der hier außen rum rennt.
Den können wir vielleicht ein bisschen umgehen. Wenn wir das so machen. Wir haben es jetzt natürlich flankiert. Wir hätten schlau wäre gewesen, in Verteidigungsposition zu gehen. Wir sind jetzt knapp vor hier im Kampf, dann versuche ich es nochmal. Sagen. Okay. Oh, aber nur durch die beiden Feuerbälle, sonst hätte ich es nicht geschafft. Gut, aber damit haben wir auch die Aufgabe von denen erfüllt, sodass sie sich uns anschließen wahrscheinlich. Gut, da brauche ich nicht kämpfen. Da waren noch ein paar neutrale Einheiten, die kämpfen wollten. Ah, Vasallenangebot und Wargreiter. Ja, einen Wargreiter nehmen wir auf jeden Fall an. Zack, und die sind jetzt unsere Vasallen. Wir haben jetzt hier eine kleine Kavallerietruppe noch, die wir möglichst schnell an die Front bewegen. Gab es hier irgendwo? Genau, hier gab es doch gewisse Eilbeeren. Gut. Ein Bündnis eingegangen, genau. Wir haben jetzt auch ein bisschen Gold übrig. Das gucken wir uns nach der Runde noch an. Gegenstand ist eingetroffen. Ist ja besser als irgendwas, was wir hier hatten. Dächte. Das gibt uns Geistesschutz und Kontrolle durchbrechen. Das ist aber ein aktiver. Eine aktive Fähigkeit, ne? Und das gibt uns Geistschutz und so weiter. Aber ich habe gedacht, dass es besser ist als das. Regeneration. Haben wir zwar nicht mehr so viel Geistschutz, aber trotzdem gut. Höhlenkriechen, Geistschutz, Nachtsicht. Resistenz. Resistenz ist schon ziemlich gut. Gut. Magiefaust haben wir erforscht. Mächtige Zerstreuung brauchen wir nicht. Wird jetzt die nächste Stufe der Zauberei. Und jetzt war die Frage, wie wir hier vorgehen, aber erstmal die Sachen, wo ich mir sicher bin, sozusagen. Ne? Kommt ihr hier schnell durch? Einigermaßen, ne? Ah, das gehört hier an die Svenke der Goldene. Mit denen sind wir im Krieg. Ich verwechsel den immer mit der Frau hier. Die hat aber eine hellere Farbe, ne? Die Bewacherin. Die ist auch mit Sulte und so weiter im Krieg. Können wir nicht irgendwie Frieden... Du kriegst auch einen Gegenstand. Irgendwie... ist der Geier... Hier, diesen roten Raptor kriegst du noch. Probier's nochmal. Wir hatten es ja schon mal probiert, da hat sie abgelehnt. Das ist nicht erkundet. Und? Ah, das ist Mr. Svengir gewesen dort. Da könnten wir doch eventuell... 1, 2, 3, 4. Schade, schafft er nicht ganz zurück. Oder brauche 3. 3 sind... 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 3 sind 15, das schafft er. Ja. Gut, also hier scheint Svengirs Hometown zu sein und hier geht es auch mal unterirdisch, Koboldhöhle, weil sonst haben wir jetzt noch nichts Unterirdiges entdeckt. Aber hier kümmern wir uns dann mal um Svengirs Trupp, um diese Orks hier zu befreien und dann gucken wir mal, ob wir hier oben seiner Hauptstadt da mal ein bisschen was machen können. Gut, du wolltest auf jeden Fall das mal einnehmen. Und dann wollten wir nochmal schauen. Ja, er hat sie sogar ganz schlau hingestellt. Und die eine Mauer hier? Nee. Oder ist das eine Steinmauer? Ist hier das so schlecht? Das ist eine Steinmauer. Das ist schwierig mit den Einheiten, die wir jetzt haben. Wir könnten trotzdem versuchen, sie quasi aus ihrer Festung rauszulocken. Das ist ein bisschen gefährlich. Gibt es nicht erstmal andere Sachen, die wir machen können? Ja, dich zum Beispiel. Du kommst unterstützend mit nach oben. Hier wollten wir diesen Wachturm einnehmen. Vielleicht laufen die Leute auch mal weg. Wir speichern mal und machen mal einen automatischen Kampf. Bogenschützen verloren. Das möchte ich aber nicht.
versuche ein bisschen die Zeit, wie sagt man, besser zu nutzen und nicht mehr jeden Kampf einzeln zu kämpfen, damit wir hier ein bisschen vorankommen und nicht bei 200 Folgen enden. Aber sinnlos irgendwelche Einheiten verlieren möchte ich natürlich auch nicht. Beziehungsweise, ich guck mal kurz, was ist das hier? Schatzfundort, okay. Erkundet. Schade. Manchmal gibt es so, wie hießen die, so eine Art Schreine, die einem der Armee für eine Zeit lang Bonusfähigkeiten geben. Ich hatte gedacht, das wäre sowas gewesen. Das wäre ganz cool. Zweimal. Reicht. Das ist der Assassine. Du bist der Langbogenschütze. Zack. Zack. Und da ist sie auch bald Stufe 18, was dann das Maximum dieser Mission ist. Hier ist auch mal entweder eine Stadt oder so eine Festung von Svengir. Das ist einfach nur ein Pass durch die Berge, aber den nutzen wir. Ich nehme mal hier die Eilbeeren mit. Hier nehmen wir noch die Ressourcen mit. Eine Steinmauer würde uns unser Gebiet um eins erweitern. Laboratorium bringt uns sogar nicht nur oder verdoppelt unsere Forschung, ne? Das haben wir sowas erforscht dafür. Weil jetzt direkt ein weiter bringt uns jetzt so erstmal nicht viel, sondern erst zwei. Ich nehme das Laboratorium. Genau, es bringt uns 15 anstatt 10. Das war so eine Forschung, die wir abgeschlossen haben. Normalerweise würde ich dann immer die Steinmauer nehmen, aber in dem Fall passt das schon ganz gut. Dann würde ich versuchen, hier dann Irrlicht hinzubeschwören, um diese Festung einzunehmen. Ansonsten sammeln wir hier unsere Leute vielleicht mit denen hier oben zusammen. Von den Einheiten Stärke her geht's zu maximal Stufe 2 Einheiten, sehe ich hier. Sodass ich doch geneigt bin. Ja, mal gucken. Haben wir noch Einheiten? Okay, das ist nicht viel. Svengir, okay. Hier geht es unterirdisch auch wieder. Gucken. Ja, hier werden wir erstmal lange Zeit keine Leute kaufen, aber irgendwann schon. So, du hast fertig. Beziehungsweise hier haben wir nichts weiter. Was mit, was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwas Fieses gemacht. Oh Gott. Gut. Was auch immer das war. Vielleicht die Tastatur festgetackert. Warum gehört der Wachturm uns nicht? Ist denn der Verteidiger? Wenn nicht, dann nehmt den bitte ein. Würde ich sagen. Gut, also jetzt haben wir nur noch die Einheiten. Jetzt würde ich einfach mal speichern. Schnell speichern. Und ich habe gesehen, hier könnten wir die zu einer Armee zusammenlegen, sozusagen. Und falls er uns angreift, sogar gewinnen eventuell. Wenn nicht, habe ich einen Speicherpunkt davor. Gut. Was macht er? Der rennt hier rum und greift uns an. Ich gehe mal im manuellen Kampf, gehe ich da immer gerne rein, weil ich Perfektionist bin und jetzt einfach aufgebe. Ich kriege da keine Erfahrung dafür. Bin ich der Meinung zumindest. Gut. Hat er auf jeden Fall noch unterirdisch auch was. Was für ein Zwerg ja nicht ungewöhnlich ist. Svengir kommt da einfach mal an. Okay. Hat dort unsere Stadt eingenommen. Haben wir in der letzten Runde vergessen. Das ist er selber, ne? So, Svengir, Keule. Ich sollte nicht mit der Tastatur scrollen, habe ich gerade mitbekommen. Wenn du Svengir, wenn du da alleine hingehst, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, dich dann alleine mit dem Helden gleich wegzufischen. Wir müssen jetzt nur noch mal hier kurz. Vielleicht fischen wir auch erst die Armee weg und dann gehe ich mit dem unserem Kroschak einfach dorthin.
haben sie schon mal gut geschafft. Okay, der wird sie unterstützen, oder? Sie sind noch verbündet, aber das könnten wir trotzdem schaffen. Das war doch mal ein großer Kampf hier. Ne, der unterstützt sie nicht, sie sind nicht verbündet. Egal, die wurde übernommen. Gucken wir erstmal noch ein bisschen, möchte über Bündnis reden. Ja, das machen wir jetzt, bevor wir es vergessen wieder. Gibt uns nämlich extra Income. Dann wollten wir hier das Irrlicht beschwören. Und hier das Einkommen wegzunehmen, was nicht mal wenig ist, wie ich gerade sehe. Gut, Eindringlinge habe ich gesehen. Vorschlag abgelehnt. Okay, gut. Jetzt der Kampf hier. Die erstmal. Sehr wahrscheinlich. Will ich trotzdem manuell machen. Das sind zu viele Einheiten involviert, als dass ich da den Autokampf entscheiden will. Was haben wir hier bekommen? Wird oder was? Übernommen. Berserkerwut. Achso, die greifen nach für jede Einheit in der Nähe an. Das heißt, wir sollten möglichst weit weg von ihnen bleiben. Pizza. Alles noch rum. Gut. Versucht zu zerstreuen, hat er nicht geschafft. Wir haben sehr viele Fernkampfeinheiten. So, die gehen leider auch auf uns. Wie lange hält die Berserkerwut? Eine Runde noch. Wir versuchen wirklich von ihm fern zu bleiben. Gerade er hier musste schön weit weggehen. Er hat ein bisschen selber eine Sackgasse hier gebaut, aber... So, das war die Frage. Ihn hier mal vor. Und du gehst hier mal am besten aus noch um. Teiligen. Und du könntest noch was zaubern. Einen schönen Feuerball oder sowas. Die haben Feuerschutz. Wer ist hier eigentlich? Die Eberreiter haben Schaden gekriegt und das ist ein Zauber. Gut, dass wir den die Magiefaust erforscht haben. Könnt ihr die Schürfe töten? Ja, exakt 21 Schaden. Eine tote Einheit macht keinen Schaden, ne? Das ist relativ simpel. Das hat mich gefreut. Schön, Suicide Attack. Die müssen jetzt nicht mehr von Berserkerwut befallen sein. Perfekt. Du gehst hier hin, verteidigst. Den vom Fernkampf wegholen. Damit wir die noch aus dem Weg bewegen können, aber nicht so schlimm. Du bleibst auch lieber mal noch ein bisschen zurück. Du aber nicht. Jetzt die Frage, was wir hier genau machen. Das reicht nicht. Du könntest dich auch einfach mal... Wie weit können die gehen? Hier wäre ganz cool. Eine Kanone ins Gesicht schießen. Bam. Hat allem widerstanden. Na gut. Hier, Betäubung zufügen und so weiter. Wir können es doch flankieren. Nicht mit Karetten. Aber dafür hat er ja so viel Leben und hat sogar Regeneration. Das reicht.
kann sie noch einfach angreifen, oder? Ja, oder so ist sogar noch besser. Wir haben sie sogar noch fast dran. Bewältigen. Als letztes. Nur zurückschlagen. Dreimal. Zweimal. Ich dürfte es überleben. Wenn auch nur knapp. Machen wir es mal lieber so ihn hier ran. Jetzt wird er nur noch einer oder so. Ne, gar nicht zurückschlagen. Jetzt stirbt er einfach. Oder wird einfach betäubt. Er hatte sogar einen überlebt, einen Angriff. Gut. Die können jetzt eigentlich nicht viel machen. Die können wegrennen oder im Nahkampf angreifen. Ja, das ist die schlaue Variante. So haben sie mir jetzt noch 3 Schaden verursacht. Gekillt. Und jetzt liegt hier so noch was am Boden rum. Wer hat einen Platz dafür? Ich könnte es dann auch nur verkaufen, wenn man ehrlich ist. Ach, jetzt verteidigen sie. Aber als ich gerade die Gruppe angegriffen habe, hatte die keine. Achso, die waren zu weit weg, ne? Na gut, dann müssen wir noch eine Runde warten. Und die haben uns nicht angegriffen, die Kollegen. Was ich eigentlich ziemlich gut finde. Können wir hier nämlich nach vorne marschieren. Mit denen eine Dreiergruppenkombination bilden. Nächste Runde hier zum Angriff blasen. Da gibt es dann auch nochmal einen großen Kampf. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass bis dahin der Kollege hier auch dabei ist. Passt. Ja, du gehst zurück in die Gruppe. Genau, du gehst dahin. Du guckst mal, was dieser Wachturm da macht. Wir haben genügend Mana, um einen Phantom zu beschwören. Das ist jetzt die Frage, wenn wir angegriffen werden, haben wir dann nichts mehr zum Zaubern. Ganz zur Not könnte ich Autosave nochmal laden, falls es jetzt daran scheitern sollte. Okay, der brennt auch einfach mal den Turm nieder. Alter, wie viele Einheiten hat er denn hier bitte? Stellt sie sogar klug hin. Eieieiei. Das sind ja einige. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen. Das Problem ist ja noch, dass hier der Typ da das eingenommen hat. Wo wir eigentlich zurück wollen. Wir müssten, wenn die Gruppe hier hinten angreifen. Das sind ja alles auch nur Low-Bob-Einheiten, sehe ich gerade. Das müsste gehen. Erzählt mir über diese Aufgabe. Bell niederschlagen. Nehmen wir an. Irgendwann werden wir uns schon darum kümmern. Das Reich übernommen. Wie frontnah bist du? Frontnah genug, um Holzwald zu bauen. Beziehungsweise nur ein Holzwall. Und dann schicken wir dich zum Verteidigen. Genau. Läuft's rangewachsen. So. Jetzt zu den eigentlichen spaßigen Aufgaben. Die wird übernommen, wie alle. Und jetzt kümmern wir uns gleich mal um diese großen Armeen hier. Wenn die uns einmal so schön präsentiert werden. Gauner lasse ich da einfach mal Gauner sein. Zumindest jetzt erstmal noch. Ich hoffe, ich bin wirklich laut genug. Jetzt damit muss ich dann nächste Mal entweder lauter reden oder ein bisschen was umstellen. Ich würde jetzt speichern. Und die Gruppe angreifen. Die hier unten. Ziemlich ausgeglichen. Mal gucken. Ein paar Steine geworfen. Noch ein paar Steine geworfen. Zum Feuer. Bei dem müssen wir aufpassen, weil die explodieren.
ist er eigentlich selber Swing. Ja, ist der Anführer. Wäre auf jeden Fall ganz schön nice, wenn wir ihn killen würden. Gut. So, jetzt eigentlich die Hauptfrage, wie wir hiermit umgehen. Wie könnten wir ihn hinten reinstellen? Oder zwar einmal Schaden kriegen, aber dann hätten wir drei Einheiten gebunden. Das ist eine Level 3 Einheit. Das ist das Hauptproblem in der ganzen Armee, würde ich sagen. So, da sind ein paar Einheiten gebunden. Ist erstmal irgendwie um dich kümmern müssen. Dann würde ich ja gerne das Gewitter zaubern erstmal. Nicht vorher machen müssen, aber nicht ganz so schlimm. Hat sogar bei seinen eigenen Leuten Schaden gemacht. Gefällt mir. Hast du Leben verloren? Nein. Was machen wir mit dir? Wir bleiben erstmal schön defensiv, habe ich gehört. Das andere ist hier Quatsch. Gut. Jetzt fällt die Zucker ein. Nicht weg. Hat, diesen Tod. Also müssen wir diesen Federn da aufpassen. Das ist noch gegangen. Also der ist einfach defensiv. Dieser Phantomkrieger ist defensiv in absolute Wucht. Sie laufen einfach in uns rein. Das ist natürlich perfekt für unsere Fernkämpfer hier. Die jetzt gucken können. Wegzufischen. Ein bisschen mehr Leben. Wenn jetzt von denen weggefischt, würde ich sagen, genau. Und jetzt kommt er hier. Hat irgendeine Art von Fernkampf, ist eigentlich egal was. Lässt das Ding nach oben gehen. Du hast sogar noch genügend Bewegungspunkte, um könntest angreifen. Oder wie sieht das aus? Hat er nicht hier dieses, dass er fern, seine Retaliation nichts kostet? Unermüdlich. Geil. Wann kriegt er das? Auf Elite. Okay, unermüdlich ist natürlich für so eine Einheit, die einfach defensiv eine übelste Wucht ist, natürlich Gold wert. Unermüdlich macht, dass die Einheit in, sag mal, beim Konterangriff keine Bewegungspunkte braucht. Sprich, sie kann man endlich kontern. Sprich, man stellt sie einfach hin und tada! So, jetzt machen wir das. Wir machen hier einen unglaublichen Sturmangriff. Das war doch alles in allem ein bisschen leichter als die Erstgeborenen irgendwie hier wegfokussen. Flankenangriff, ole. Das ist das maximale Level, das heißt, er macht hier den Flankenangriff. Ach, da ist noch Drugal himself sozusagen. Magiewesen Heilung auf ihn. Sehr schön. Gucken, was er jetzt noch macht, er könnte denen in den Rücken fallen. Hat einfach unseren, wow, was ist denn noch? Unseren coolen Käferreiter da gesendet. Das finde ich uncool. Na gut, ist jetzt erstmal nichts und kann erstmal nicht zaubern oder sonst irgendwas, was wir jetzt auch nutzen könnten, um dem darauf folgenden Kampf hier nochmal gut aufzumischen. Speichern. Und manuell. Ein Verlust, ne? In dem ganzen Kampf. Zwar ein ziemlich fiesen Verlust, wenn ich mal ehrlich bin. Aber man kann es sich nicht immer aussuchen. Okay, das sind alles hier Low-Pop-Einheiten, alles Stufe 1 nur. Die sind noch am gefährlichsten. Gefährlichsten. Ich
Tja, würde ich sagen, du machst als allererstes Magiewesenheilung. Einmal frei. Dann gehst du hier vor, hier hin, verteil dich. Okay, das zugegebenermaßen da ein bisschen scheiße, ich gebe es zu. Ich möchte den Team mal nehmen. Du machst dir dann übelst Gewinner erstmal. Angewöhnt, das Gewitter zuerst machen, weil die dann eine Hitzwelle kriegen. Ja, die brauchen ja noch 10 Jahre, um anzukommen. Bis dahin müssen wir dann die erste Armee möglichst besiegt haben. Du bleibst natürlich schon defensiv. Gar keinen Grund für dich vorzustürmen. Gut. Mit die Leute mal ein bisschen befreien, habe ich gehört. Wird zurückschlagen, ist ja richtig hart. Aber besser auf der Fee als auf den Typen, weil theoretisch kannst du doch. Hey, das war als Magiewesen, oder? Ja! Tada! Du reinst die jetzt einfach nieder. Zack. Wisst ihr alles, aber soll er auch. Den müssen wir dann doch vielleicht noch irgendwie am Leben halten jetzt. Er kann keine Magiewesenheilung mehr machen, aber er kann einfach den Typen hier wegschießen. Zum Beispiel. Tja, wie viel Leben hast du? Du hast ziemlich viel Leben. Guck mal, was verrückt ist. Zaubern kannst du nicht, dafür hast du keine Punkte, ne? Ja. Könntest du jetzt zum Beispiel eine Kanone denen ins Gesicht schießen, was sie nicht tötet? Oder sie angreifen, was ebenfalls nicht tötet. Könntest du, wenn die weg wären, könntest du hier durchmarschieren, aber wenn, so. Crit hätte jetzt geholfen, aber so ist auch okay. Gut, jetzt ein bisschen an, wie er hier wohl die Feder abbekommt. Die hat nämlich ziemlich viel Leben. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Schön Fernkampf zuerst. Die Fee ist durch sozusagen. Dann kümmerst du dich um die Leute hier und du. Dann machst du ihn fertig und du. War's. Sehr gut. Keine Einheit verloren, richtig? Sie und alle Goldmedaillen und hast du nicht gesehen. Einwandfrei. Da haben wir nochmal eine große Armee von ihm entfernt, würde ich sagen. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir unsere Arkonia-Stadt zurückbekommen. Würde ich sagen. Genau. Und im gleichen Zug, ich gucke auf die Uhr, Zeit ist noch genug, würde ich mich darum kümmern. Okay, Bade ist uncool, hier haben wir sogar so einen Sturmtrupp, aber hier geht es, das Einhorn ist Stufe 2 und der ist Stufe 1. Kommen wir denn so weit rum? Ja, auf jeden Fall. Ja, sogar. Auch.
Passt, da könnten wir dann sogar nachsetzen. Ich bekomme mir alle irgendwelche Einheiten zugesandt, die sie gar nicht brauchen. Irgendwelche. Können wir mal verkaufen. Oh, ist ein Ausmisten hier. Ne, das sieht erstmal alles ganz gut aus. Also das. Gut, speichern und Attacke. Sieg ist wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Hat er jetzt eine Steinmauer oder nicht? Hat er. Wir könnten aber, wenn die... Okay, das war sogar fies. Wenn die Mauer jetzt im ersten Kampf quasi aufgebrochen ist, bleibt das auch im zweiten erhalten. Das ist was, was ich hier noch gelernt hatte. Sollte der Nahkämpfer nach vorne hier. Gerade auf der Seite. Haben wir hier Free Rain. Bleibst du erstmal hier. Wir könnten jemanden noch besättigen. Aber zum Beispiel auch uns selbst. Zack, 85 Leben. Wie viele Fernkämpfer sind hier? 2, 3, 4. In der Mitte. Besseren Fernkämpfer. Also ist schon okay, wenn wir hier seitlich vorangehen. Der Phantomkrieger. Ja, der muss jetzt halt so durchhalten. Da ist auch ganz die Mauern geschickt erklettern. Gebäudetarnung, Welle erklettern. Nein, normal erklettern. Sie kommt auf jeden Fall hier außen rum. Sie kann noch zaubern. Gehst hier hin und wartest. Hier könnt ihr natürlich auch verteidigen. Schwertkämpfer und Axtschwinger. Na, die sind ja die Tanks. Die können erstmal nach vorne. Eingeweihte ist auch eher so. Ja, Kanonenfutter mal unter uns gesagt. Also möchte ich die nicht so sehr gerne verlieren. Blenden wäre gut auf. Sehr gut. Jetzt hat sie auch das maximale Level erreicht. Phantomkrieger geht auch mal gut vor. Jetzt ist ja nichts. Der hat schon ziemlich viele Medaillen, aber den kriegen wir jetzt eigentlich rechtzeitig aus dem Kampf entfernt, bevor der nächste Zauber geflogen kommt, der ihn wahrscheinlich jetzt töten wird. Ja. Kann man nicht viel machen. Gut. Also wer sich fragt, warum manchmal die Animationen so schnell gehen, dann drücke ich dann mache ich einen Rechtsklick, damit das ein bisschen schneller rangeht. Genau, die verschieben jetzt nach links. Das sollten sie auch tun. Also jetzt habe ich zum Beispiel einen Rechtsklick gemacht. Man kann machen, dass die Animationen generell so schnell sind, aber manchmal habe ich es gern, wenn man das so ein bisschen cinematic-mäßig ein bisschen laufen lässt. Die Leute sind ja leider tot. Mal gucken, was wir mit dem machen. Du kannst nämlich hier einfach reinfliegen, ne? Den könnten wir übernehmen, aber ich glaube, den übernehmen wir dann nicht ins nächste Szenario. Du stellst dich hier und verteidigst. Du gehst nach vorne. Hinterher. Wir können das jetzt mal auch jemanden angreifen. Tja, Jungs, mit euch. Das ist eine schöne Idee. Schürfer, was auch immer. Schürfer wäre auch nicht schlecht. Okay, Tierbeherrschung, ist das ein Tier? Ja. Ziel nicht erreichen. Tja. Jetzt einfach einen Fallball ins Gesicht. Zwei sogar. Demolierer, das wäre natürlich sehr gut.
her. Ist ja die Frage, ob du hier reinrennst wie ein Wilder. Sind es hier wieder bei. Oh. Die Fähigkeit hatte ich schon ganz vergessen. Die ist ziemlich nett. Gut, wir hätten natürlich auch versuchen können, sie zu übernehmen, aber. Was soll's. Bark. Tja. Kannst du versuchen, mit über die Flanke was zu reißen? Ah, bluten sogar. Das war die Eingeweihte, ne? Das ist okay. Nee, das war unser Langbogenschütze. Und den ist natürlich ein bisschen eher schade. Cool. Mit Stangenwaffe. Oha. Mal gucken, dass wir unsere Feder noch am Leben erhalten. Irgendwie. Das war nicht schlau. Eigentlich könnt ihr nämlich genau das erstmal tun. Verderbnisschutz. Naja, aber Feuerschutz hast du nicht. Meinst du nämlich einfach. Ziel hat Erstschlag, oder? Egal. Muss man dann nächstens zurückziehen. Das ist eigentlich cool, wenn du sie gekillt kriegst, damit Rest Länderformer hier ein bisschen weiter Länderformen kann. Den feindlichen Linien sozusagen für uns gewonnen. Gut. Machst diesen geilen Verteidigungsschlag. Einfach frei. Und du bist da hoch. Ja, du machst hier einen Schlag vor, während du erstmal bei der Verteidiger spielst. Angriff wäre schlecht, ne? Ja. Ich würde sagen, diese Fee zu retten ist schwer. Es sei denn. Ja, also es sei denn, die machen nicht genug Schaden und die gehen auf irgendwelche Einheiten hier. Also wenn sie die Fee töten wollen, schaffen sie es, der KI. Hat sich selber geheilt, das eine, und das ist gut. Er hat nämlich unseren Assassinen nicht getötet in der Zeit. Kannst du nicht heilen? Kannst heilen, oder? Ja. Sehr gut. Wir gehen nächste Runde hier durch. Reißt leider keine Kampf. Ja, sehr gut. Könnt ihr den nicht passieren? Ich verreste eigentlich die Erfahrung bräuchte, aber vielleicht kann er ein bisschen was anderes hier erklären. Zum Beispiel. Okay, da hat er ja nicht so viel Schaden gemacht. Was steht denn jetzt noch am Feind? Eigentlich nur noch die, ne? Und das Einhorn und so weiter. Das Einhorn. Erledigt. Das Ziel hat den ersten Schlag, wird es aber trotzdem nicht retten. Und als letztes sie noch hier meucheln und so weiter. Boah. Critical 46 bis 10, 56 Schaden. Oder die Waldfee. Gut, wir haben 3 Einheiten verloren, 3 Level 1 Einheiten, haben einen Helden niedergestreckt und haben die Bastion jetzt doch
derb reduziert. Oh. Das ist eine epische Waffe. Was hast du denn? Eine epische Waffe. Mit auch ziemlich guten Sachen. Rüstungsschlag überwältigen Erstschlag. Okay. Was haben unsere anderen Helden denn? Diese legendäre Waffe, Rüstungsdurchschlag und Nahkampfstärke. Das ist schon die 3 Nahkampfstärke ohne Fähigkeitenbindung ist natürlich ziemlich gut. Und hier ist unser Anführer Bob. Gift und entkräftigendes Fieber hinzufügen. Aber wahrscheinlich noch die schlechteste, in Anführungsstrichen, Waffe von allen. Sodass wir die zu ihm schicken werden. Nimmst du das mit und das verkaufen wir direkt. Zack. Sind die übernommenen Einheiten, ne? Genau. Nochmal speichern. Und ist das sogar die Residenzstadt von ihm? Ja. Das heißt, wenn er keine weiteren Städte hat, könnten wir ihn sogar jetzt noch besiegen. Also, ich sehe jetzt mal, dass es auf der Uhr relativ knapp wird von der Zeit her, aber ist mir egal. Ich habe so lange nicht gespielt, ich möchte das jetzt noch irgendwie nutzen. So, dreckiges halbes Dutzend brauchen wir nicht in der Mission. Freie Bewegung, Gnadenstoß, König Meuchler brauchen wir auch nicht. Helden sind in dem Spiel meistens eher schwach, weil die KI sich nicht um die kümmert. Weil ihr durchqueren brauchst du jetzt auch nicht. Jetzt wäre die Frage, ob wir noch irgendwas Zaubermäßiges machen. Sie hat jetzt 25 Punkte. Was kann sie denn zaubern? Giftklung, schneller Vorschuss, blenden. Und was können wir noch? Bewegliches Ziel. So, und 8 Verteidigung ist auch ziemlich krass. Ziemlich krass. Panikattacke. Massenpanik ist natürlich auch nicht schlecht. Diesmal Schattenform. Gab sie nicht schneller Vorstoß? Das hat sie schon, ne? Ja, das war. Habe ich lieben gelernt in einer der letzten Episoden. Ich erinnere mich gerade. Ich würde sagen, sie kriegt einfach noch ein bisschen Zauberei, wenn das geht. Wo ist denn das? Ja, Nacht und Nebel. Dann hat sie 35. Oder kriegt sie noch ein bisschen Resistenz? Sie hat zu wenig Resistenz, ne? Komm, Resistenz. Tankiness. Speichern. Und Attacke. Sieg ist wahrscheinlich. Das möchte ich ja wohl meinen. Dann hätten wir Sultor. Der kann jetzt noch ein bisschen zaubern, das ist okay. Verluste sind generell akzeptabel in diesem Kampf. Die Tore sind noch offen, wie ihr seht. Links zumindest. Singular, das Tor, ne? Ist hier rüber. Ist hier rum. Ist hier rum. Hier können wir heilen. Das sollten wir auch nutzen. Ist die Frage. Wahrscheinlich wäre es schlau, das offene Tor zu nehmen. Also, ne? Weil warum soll ich ein neues Tor offen schlagen, wenn da das Sperrangel weit offen ist alles, ne? Du unterstützt ein bisschen die Flanke und du, Keule. Ich auch halten und den übernehmen könnten. Das ist eine Dreieinheit. Das wäre ziemlich mächtig. Gut, dann mach dich da erstmal selber wieder besser, oder? Kannst du? Du kannst zum Beispiel einen Giftregen machen. Das gefällt mir. Auf. Das ist das Hauptproblem. Mach das selber noch stärker. Nochmal die Kontrolle, ob man alle Einheiten durchgegangen ist. Auf ihn
geht er jetzt? Den gefrorenen Typen, das ist nicht so wichtig. Den können wir ja auch einfach nachführen. Wir haben nicht so viel Erfahrung. Er hat auf jeden Fall so einen Käfer als Beitier. Interessant. Die gewissen Heilung haben wir jetzt leider nicht. Das ist alles ein bisschen YOLO, weil ich gerne diesen Typen da hätte. Genau dich. Nice! Stufe 3 Einheit bekehrt. Holla, die Waldfee. Und noch eine Stufe 2 Einheit hinterher? Nein, schade. Das wäre auch zu gut gewesen. Wir könnten hier auch die Steinmauer erstmal angreifen, um ein bisschen den Druck zu erhöhen auf ihn. Das ist die Begrenzung. Jetzt soll es nichts mehr. Wir müssen den Raum. Die Frage, was wir machen, du stellst dich einfach mal hier hin und verteidigst das Ganze. Du verteidigst. Nice. Hauptziel erreicht. Wenn sie jetzt natürlich, er könnte auch mit, wie heißt das, entzaubern. Aber theoretisch hat er keinen Mana mehr, weil er schon so viel Sachen eingesetzt hat. Das war gerade nicht mal bezaubert, das finde ich gut. Das hat seinen Zweck jetzt auch erfüllt. Gegner noch rein zu locken. So, und jetzt gibt es hier aber mächtig ins Gesicht. Dieser Eberreiter da noch weg. Ist irgendwie mit Fernkampf, reicht das? Ja. Das sollte zumindest reichen. Ja. So, dass du die Leute ein bisschen machen kannst. Schön wäre es, wenn wir die ein bisschen unterstützen könnten, aber lieber rückenfrei. Ja, ich bin. Du musst auf jeden Fall nach vorne. Und du musst. Und du gehst hier vor. Geil, die Pflanzen gegen den Typi dort. Der Abnussschutz, Feuerschutz hast du nicht. Die Mauer kriegen wir auch noch irgendwann klein, wenn wir das wollten. Okay, die haben Sprinten, das ist für mich. Die sollen sie auf jeden Fall jetzt zurückziehen. Du solltest auf jeden Fall Erfahrung kriegen. Zack. Kannst du mal kurz hier meucheln? Du wolltest wegrennen. Du wolltest weiterhin abschießen. Du wolltest hier reingehen. Dahin. Das machen wir. Du hast schon ein bisschen Schaden gekriegt, deswegen halten wir dich ein bisschen in Reserve. Ich so und so. Gut. Schön wär's, wenn. Wo ist der Keule? Okay, töten wir noch einen Geweihte, wenn er den Last Hit kriegt bei ihm. Können wir vielleicht zur Außenraum gehen? Drehen lassen. Last Hit organisiert. Sehr gut, hat er das Stufe 16 noch erreicht.
Xultor Nachtklinge hat verloren. Das lese ich gerne. Ihn besiegt und seine Residenzstadt eingenommen, sodass die Leute jetzt auch irgendwann sich für uns entscheiden könnten. Lass dich nicht wissen. Ja, ich habe es ein bisschen überzogen. In der nächsten Episode räume ich dann hier auf quasi, gucke, was er noch fallen lassen hat. Werde die Stadt übernehmen und von dort aus meine weiteren Schritte planen. Die generelle Taktik wird weiterhin sein, hier Svengir, glaube ich, war das, abzufischen, während wir hier diese Stadt verteidigen, um dann mit der Gruppe plus ein paar Beschwörungen wahrscheinlich hier unten noch ein bisschen aufräumen. Die Leute haben dann die Aufgabe hier oben oder in die Richtung. Vielleicht müssen wir mal gucken, was dieser Wachturm hier sagt. Das könnten wir ja noch fix machen. Okay, das wird uns reich von der guten Frau, mit der ich erstmal nicht so viel zu tun haben möchte. Also eher hier oben rum. Wahrscheinlich. Fragezeichen. Gut. So oder so, eine sehr gute Episode fand ich. Also ein Gegner besiegt und ziemlich viele coole Kämpfe bestritten. Ein was noch, bevor ich es vergesse. Wir können auch nicht über irgendwas reden. Wir können auch nicht über irgendwas reden. Und wir haben hier eine Aufgabe, ne? Also die Aufgabe müssten wir dann auch gucken, wie wir die erfüllen oder auch nicht. Gut, habe ich auf jeden Fall Geld zur Verfügung das nächste Mal. Daran müsste ich denken vielleicht. Wie könnte ich mich daran erinnern, indem ich zum Beispiel den Haken hier mal rausnehme. Und den Haken, da denke ich dann das nächste Mal dran. Gut, an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das neue Setup war okay vom Ton her. Man kriegt es dann immer erst richtig mit, wenn es auf YouTube hochgeladen ist, ob der Ton jetzt so war, wie es gewünscht ist. Wenn ich so normal das Video aufmache, dann klingt es immer ein bisschen anders. Gut, nächste Woche dann auf jeden Fall wieder in altgewohnter Qualität oder sogar besser. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.